Hallo und herzlich willkommen zu unserem Reisemagazin Rund um die Welt mit Berge und Meer. Ihrem Reisemagazin, wenn der Urlaub einfach großartig werden soll. Mein Name ist Manuela Thoma-Adolfo und ich freue mich sehr, Sie auch heute wieder mit zu den schönsten Reisezielen entführen zu dürfen, die man sich vorstellen kann. Und sobald Sie wissen, welche dieser Reise Ihnen auf gar keinen Fall entgehen darf, können Sie direkt buchen. Einfach und unkompliziert per Telefon oder übers Internet. Mein Tipp: Warten Sie nicht zu lange mit Ihrer Entscheidung. Starten wir mit einer 16-tägigen Reise, die Sie nie mehr loslassen wird. Hier erleben Sie Tradition und Moderne wie nie zuvor. Und Sie entdecken gleich zwei Königreiche in einer Reise. Zunächst geht es mit Berge und Meer in das Königreich Bahrain, welches unter Reisekennern als der orientalische Geheimtipp gilt. Tauchen Sie ein in eine Welt voller geschichtsträchtiger Kultur, Sehenswürdigkeiten und einzigartiger Momente. Das ist Abenteuer und Traumurlaub pur. Und im Anschluss geht es in das Königreich Thailand, wo Sie hinreißende Tempelanlagen, beeindruckende Buddha-Figuren und Strände entdecken werden, die man sonst nur von Postkarten kennt. Zwei Königreiche in einer Reise. Das ist eine traumhafte Kombination. Kommen Sie mit Berge und Meer nach Bahrain und nach Thailand und entdecken die exotische Welt Asiens. Entdecken Sie Bahrain und Thailand. Erleben Sie arabische Kultur und buddhistische Tempel. Zwei Königreiche in einer Kombinationsreise. Berge und Meer. Reisen. Für Entdecker. Sie fliegen von Deutschland nach Manama, der Hauptstadt des Königreiches Bahrain im Persischen Golf. Am Tag nach Ihrer Anreise starten Sie mit einem Besuch der atemberaubenden Al-Fateh-Moschee, die bis 2006 eine der größten Moscheen der Welt war. Seitdem beherbergt sie die Nationalbibliothek des Landes. Die große Kuppel ist vollständig aus glasfaserverstärktem Kunststoff gebaut. Der Marmor, der in den Böden verwendet wird, ist italienisch und der Kronleuchter stammte aus Österreich. Die Türen wurden aus indischem Teakholz hergestellt. Die Bibliothek des Islamischen Zentrums verfügt über rund 7000 Bücher, einige hundert Jahre alt oder älter. Dazu gehören Kopien der Bücher der Lehren des Propheten Mohammed, die globale arabische Enzyklopädie, die Enzyklopädie der islamischen Rechtswissenschaft, Al-Azhar-Zeitschriften, die vor mehr als 100 Jahren gedruckt wurden, sowie zahlreiche andere Zeitschriften und Magazine. Im Anschluss machen Sie sich auf den Weg zum Nationalmuseum von Bahrain, um besser zu verstehen, wie das Königreich Bahrain entstanden ist und eines der wichtigsten Wahrzeichen der Insel kennenzulernen. Danach geht es weiter zum Bab al-Bahrain, dem historischen Gebäude am Zollplatz im Geschäftsviertel von Manama, und genießen dort ein traditionelles Mittagessen. Der dritte Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Zu den beliebtesten Bazaren der Stadt gehört der Bab el-Bahrain Souk, der allein schon durch sein imposantes Eingangstor zu verzaubern weiß. Tauchen Sie ein in die orientalische Welt und feilschen Sie mit den Händlern um die Wette. Auf Wunsch können Sie einen der folgenden optionalen Ausflüge buchen: Die Ganztagstour nach Al-Qobas im benachbarten Saudi-Arabien wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Sie beginnt mit einem faszinierenden Besuch des ITRA-Museums, das fünf verschiedene Galerien beherbergt. Jede Galerie erzählt eine eigene Geschichte. Als nächstes genießen Sie ein traditionelles Mittagessen im wunderschönen Heritage Village. Dieses malerische Freilichtmuseum
ist nicht nur ein Fest für den Gaumen, sondern auch ein Augenschmaus, reich an Antiquitäten, die die unvergleichliche Schönheit der saudi-arabischen Kultur widerspiegeln. Ihr Abenteuer geht weiter auf dem lebhaften Love Market in Dammam, dem ultimativen Paradies für Goldschmuckliebhaber. Egal, ob Sie nach traditionellen saudischen Designs oder modernen Stilen suchen, hier finden Sie alles, was Ihr Herz begehrt. Die vielen Geschäfte, die die Straßen des Souks säumen, laden zum Stöbern und Entdecken ein. Sie können auch den Ausflug zur Jarada Island buchen, die ungefähr 40 Minuten entfernt mit dem Boot erreichbar ist. Diese magische Insel ist ein Naturwunder, das bei Ebbe erscheint und bei Flut wieder verschwindet. Unternehmen Sie entspannte Strandspaziergänge und genießen Sie die unberührte Natur. Bei dem Halbtagsausflug Culture Tour machen Sie zuerst Halt beim Pfad der Perlenfischerei, der sich auf das einzigartige Erbe von Bahrains Perlentaucherzeit bezieht. Die Architektur und das städtische Erbe der alten Stadt Muharraq sowie die drei perlenproduzierenden Austernbänke in den nördlichen Hoheitsgewässern Bahrains werden Sie komplett verzaubern. Anschließend werden Sie die alten Häuser von Muharraq besichtigen, um mehr über das damalige Leben in Bahrain zu erfahren. Danach besuchen Sie den Muharraq Souk, der sich durch das Herz der Stadt Muharraq zieht. Der Souk ist ein stimmungsvoller alter bahrainischer Bazar, auf dem alle Dinge des täglichen Lebens gekauft und getauscht werden. Der Ausflug Bahrain Night Tour beginnt mit einem Rundgang durch Bahrain Bay, einem exklusiven Projekt im Herzen der Hauptstadt, welches Unterkünfte, Restaurants, Annehmlichkeiten und Wassersportmöglichkeiten umfasst. Anschließend fahren Sie zu den Bahrain Twin Towers, wo Sie einen Fotostopp einlegen, um den Panoramablick auf das Königreich zu genießen. Zum Abschluss der Tour spazieren Sie durch Bahrains berühmten Ausgehviertel Block 338 und genießen ein traditionelles Abendessen. Am vierten Tag Ihrer Kombinationsreise durch zwei Königreiche fliegen Sie von Manama nach Bangkok, der Hauptstadt von Thailand. Nach Ihrer Ankunft werden Sie zu Ihrem Hotel nach Ayutthaya gefahren. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. Am darauffolgenden Tag besuchen Sie die Tempelruinen von Ayutthaya, der zweiten Hauptstadt Siams. Obwohl die Stadt im 18. Jahrhundert durch die Burmesen fast vollständig zerstört wurde, hat sie sich im Laufe der Zeit zu einer lebendigen Provinzstadt entwickelt. Die drei Flüsse Chao Phraya, Pasak und Lopburi umgeben die Stadt, die durch ihre wunderschöne Lage auf einer kleinen Insel besticht. Das historische Zentrum mit seinen zahlreichen Ruinen von Tempeln und Palästen ist die Hauptattraktion Ayutthayas. Besonders sehenswert sind die riesige Vihan Framongkol Bobitr-Statue, die weitläufige, im Khmer-Stil erbaute Tempelanlage Wat Mahathat und der Tempel Wat Phra Sri Sanpet, der größte Tempel in Ayutthaya. Mit dem Besuch des Geschichtsparks in Sukhothai steht Ihnen am siebten Tag ein weiterer Höhepunkt Ihrer Reise auf dem Programm. Er vermittelt Ihnen mit seinen knapp 100 erhaltenen Ruinen einen Eindruck der früheren Pracht und Macht der Königsstadt. Im Wat Sri Chum Tempel erwartet Sie die mit einer Höhe von 11 Metern größte Buddha-Statue, der beeindruckende sitzende Buddha Phra Achana. Die Statue wird von den Einheimischen hoch verehrt und wird sicherlich auch Sie faszinieren. Nach dem Frühstück machen Sie sich am achten Tag auf zu den bekannten Bergstämmen Nordthailands. Im offenen Pickup fahren Sie durch die traumhafte Berglandschaft zu den Dörfern der Stämme, wo Sie einen näheren Einblick in deren Leben erhalten. Anschließend geht es nach Mae Sai, der nördlichsten Stadt Thailands. Sie liegt direkt an der Grenze zu Myanmar und ist durch eine Brücke mit der burmesischen Stadt Tachilek verbunden. Diese Gegend wird auch das Goldene Dreieck genannt und markiert das Zusammentreffen der Grenzen von Myanmar, Laos und Thailand.
Am Morgen des 9. Tages besuchen sie den weißen Tempel Wat Rong Khun, den der thailändische Architekt Chalermchai Kositpipat gestaltet hat. Anschließend fahren sie nach Doi Saket. Der Rest des Tages steht ihnen zur freien Verfügung. Erholen Sie sich im Resort oder erkunden Sie mit Ihrem Reiseleiter die Handwerksbetriebe von San Kamphaeng. Das Handwerk hat im Norden Thailands eine lange Tradition und während des Ausflugs haben Sie die Möglichkeit, die Arbeit von Schirm- und Seidenherstellern näher kennenzulernen sowie einen Silberbetrieb zu besuchen. Der Vormittag des 10. Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. Nach dem Mittagessen sehen Sie das Wahrzeichen der Stadt, den Wat Doi Suthep Tempel. Er gehört zu den bedeutendsten Tempelanlagen von Thailand. Von dem 1050 Meter hochgelegenen Tempel haben Sie einen herrlichen Blick über die Provinz und die Stadt. Am Morgen des 11. Tages verlassen Sie Chiang Mai und machen Ihren ersten Halt in Lamphun. Hier besuchen Sie den bekannten und verehrten Wat Haripun Chai, eine der ältesten Tempelanlagen des Landes. Weiter geht es Richtung Süden nach Nakhon Sawan. Die Stadt liegt 240 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bangkok, am Zusammenfluss des Mae Nam Ping-Flusses und des Mae Nam Nan-Flusses. Diese beiden Flüsse bilden zusammen den Mae Nam Chao Phraya, der durch Bangkok zum Meer fließt. Am Morgen des 12. Tages verlassen sie Nakhon Sawan und fahren zur berühmten Brücke am Kwai, die durch eine gleichnamige Verfilmung zu Weltruhm gelangt ist. Die Strecke wurde als logistische Bahnverbindung zwischen Myanmar und Thailand gebaut, um den Handel zwischen beiden Ländern anzukurbeln. Im Anschluss fahren sie mit der Bahn über die legendäre Todesstrecke und das hölzerne Viadukt. Am 13. Tag besuchen sie in Dam Noen Saduak den wohl bekanntesten schwimmenden Markt Thailands. Mit dem Boot erkunden sie das bunte Treiben. Ein Boot nach dem anderen bahnt sich den Weg durch die Kanäle. Verkäufer preisen ihre zahlreichen Waren an und interessierte Käufer sind auf der Jagd nach dem besten Preis. Ein einzigartiges Spektakel, das jeder Thailand-Besucher einmal erlebt haben muss. Danach erfolgt die Weiterfahrt nach Bangkok, wo sie übernachten werden. Der 14. Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Wenn Sie sich für den Ausflug auf Wunsch entschieden haben, unternehmen Sie heute eine ganztägige Stadtrundfahrt in Bangkok. Sie besuchen zunächst den prachtvollen Königspalast mit dem Wat Phra Kaeo und den Smaragdbuddha im Wat Keof-Tempel. Außerdem besuchen Sie den Wat Pho-Tempel, der nicht weit vom großen Königspalast gelegen ist. Hier sehen Sie den 45 Meter langen liegenden Buddha in voller Pracht. Nach dem Mittagessen in einem lokalen Restaurant fahren sie mit dem Boot durch die letzten noch intakten Klongs, wie die Kanäle des Stadtteils Thonburi genannt werden. Erkunden sie die alten Lebensadern der Stadt und das Leben am Fluss aus nächster Nähe. Schnell werden sie erkennen, warum diese Wasserstraßen so wichtig für die Stadt waren und warum Bangkok auch oft als das Venedig des fernen Ostens bezeichnet wird. Der 15. Tag ist leider der letzte Tag Ihrer Kombinationsreise durch zwei Königreiche. Sie werden zum Flughafen Bangkok gefahren und fliegen zurück nach Deutschland. Sollten Sie jedoch noch Zeit und Lust auf eine Woche Badeurlaub an einem Traumstrand haben, bieten wir Ihnen folgende Verlängerung an. Sie werden von Bangkok nach Pattaya gefahren, einem weltbekannten Badeort an der Ostküste Thailands. Dort checken Sie in Ihr 4-Sterne-Hotel Fifth Pattaya Jomtien ein, das sich nur 5 Minuten vom Jomtien-Strand befindet. Das Boutique-Hotel mit 2 Wohngebäuden und insgesamt 166 Zimmern verfügt über 2 Außenpools, Sonnenterrasse und Fitnesseinrichtungen. Hier erholen Sie sich 5 Tage lang und lassen die Seele baumeln, bevor Sie zurück nach Deutschland fliegen. Entdecken Sie Bahrain und Thailand. Erleben Sie arabische Kultur und buddhistische Tempel. 2 Königreiche in einer Kombinationsreise. Berge und Meer. Reisen. Für Entdecker. Na, habe ich zu viel versprochen? Schauen wir uns diese atemberaubende Kombinationsreise einmal auf der Karte an.
Sie fliegen von Frankfurt nach Manama, der Hauptstadt des Golfstaates Bahrain. Dort bleiben sie 2 Tage und fliegen dann weiter nach Bangkok, der Hauptstadt von Thailand. Sie besichtigen die Tempelruinen von Sukhothai und den Stausee von Payao, bevor sie weiterfahren zum Goldenen Dreieck bei Chiang Rai. Weiter geht's zunächst nach Chiang Mai und dann nach Nakhon Swabat. Von dort machen sie einen Abstecher nach Chainat zur berühmten Brücke am Quai. Sie besuchen den schwimmenden Markt von Damno und Saduak, bevor sie dann von Bangkok aus wieder zurück nach Deutschland fliegen. Und damit Sie wissen, was für Sie hier wichtig ist, alle relevanten Daten einmal für Sie im Überblick. Für Sie inklusive sind der Flug von Deutschland nach Manama, von Manama nach Bangkok und von Bangkok zurück nach Deutschland in der Economy Class, die Transfers und die Rundreise im klimatisierten Reisebus inklusive Eintritte, 3 Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel City Center Bahrain, 10 Übernachtungen in 3- bis 4-Sterne-Hotels während der Rundreise bei Unterbringung im Doppelzimmer, 3-mal Frühstück in Bahrain, 1-mal traditionelles Mittagessen in Bahrain, 10-mal Frühstück, 6-mal Mittagessen und 1-Barbecue-Abendessen in Doi Saket während der Rundreise in Thailand. Und das Ganze natürlich mit deutschsprachiger Reiseleitung. Ihr Ausflugs- und Erlebnisprogramm sieht wie folgt aus. Eine arabische Tour durch Bahrain, unter anderem mit Besuch des Nationalmuseums, des Baum des Lebens und der Al-Fateh-Moschee. Die Tempelruinen von Ayutthaya, was das UNESCO-Weltkulturerbe ist. Historischer Park in Sukhothai inklusive Wat Sri Chum-Tempel. Besuch der Bergstämme in Chiang Rai. Besuch der Tempel Wat Rong Khun und Wat Doi Suthep. Der Besuch der legendären Brücke am River Kwai mit Zugfahrt. Die Fahrt zum schwimmenden Markt von Damno und Saduak. Einfach traumhaft, oder? Oder bevorzugen Sie vielleicht entspannte Reisen in der heimischen Region? Mit der Gelegenheit, Städte zu entdecken, die Sie schon immer mal kennenlernen wollten und das Ganze ohne Auto und Flugzeug? Auch da habe ich genau das Richtige für Sie. Kommen Sie doch mit auf unsere bezaubernde Flusskreuzfahrt auf den Rhein. Hier warten Erholung, Romantik und Geschichte zum Anfassen auf Sie. Genießen Sie vorüberziehende Landschaften und entdecken Sie die Grachtenstadt Amsterdam und mit Rotterdam eine der spannendsten Hafenstädte der Welt. Hier erstmal ein filmischer Überblick über unsere herrliche Flusskreuzfahrt auf Ihrem Premiumschiff. Entdecken Sie den Rhein. Bezaubernde Landschaften und Geschichte zum Anfassen. Erleben Sie eine unvergessliche Fahrt auf dem Premiumschiff Lady Diletta. Von Köln über Amsterdam nach Rotterdam und wieder zurück. Berge und Meer. Reisen. Für Entdecker. Der Rhein. Einer der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt. Und nach der Donau der 2. längste Fluss im deutschen Sprachraum. Ihre Reise führt Sie ab Köln durch den Niederrhein über den Amsterdam-Rhein-Kanal nach Amsterdam und schließlich nach Rotterdam, wo der Rhein in die Nordsee mündet. Von dort geht es dann über die ehemalige niederländische Hansestadt Tiel im Flussdelta des Rheins zurück nach Köln. Ihr Premiumschiff Lady Diletta wurde im italienischen Stil gebaut und verfügt über 2,5 Decks. Dies hat den Vorteil, dass Sie sich auch während der Durchfahrt unter niedrigen Brücken im vorderen, windgeschützten Außenbereich aufhalten können und einen großartigen Blick auf die vorbeiziehende Landschaft haben. Der italienische Einfluss findet sich überall in der Ausstattung und in allen Bereichen des Schiffs wieder. Sei es in der extravaganten Rezeption und dem angrenzenden Lobbybereich, der stilvollen Canaletto-Lounge im hinteren Bereich des Schiffs oder im hochwertigen Restaurant. Außerdem gibt es noch die Tintoretto-Lounge mit Panoramabar vorne im Schiff, lichtdurchflutet dank einer riesigen Glaskuppel. Auf dem großzügigen Sonnendeck stehen Liegestühle für Sie bereit. Wenn Sie sich ein wenig auspowern wollen,
können Sie dies im kleinen, aber modernen Fitnessstudio tun. Die Kabinen sind komfortabel ausgestattet und haben eine individuell regulierbare Klimaanlage. Die Außenkabinen haben einen französischen Balkon. Die Zweier-Suite auf dem Oberdeck bietet sogar einen Balkon mit Sitzgelegenheit. Ihre Buchung umfasst Vollpension inklusive eines Getränkepakets im Wert von 100 Euro. Und so verläuft Ihre Rheinfahrt im Detail. Am ersten Tag heißt es in Köln um 15.30 Uhr Leinen los für die Lady Diletta. Wenn Sie noch ein wenig Zeit haben, bevor das Schiff ablegt, sollten Sie sich unbedingt den Kölner Dom anschauen. Eine der größten Kathedralen im gotischen Baustil. Sein Bau dauerte bis zur Fertigstellung über 600 Jahre. Er steht unter dem Patrozinium des Apostel Petrus. Das Dominnere, das ansonsten vor allem in den Abendstunden recht düstern ist, wird seit Oktober 2008 computergesteuert von mehr als 1000 Leuchten erhellt. Die neue Beleuchtung hat 80 programmierbare Einstellungen, die verschiedene Beleuchtungseffekte ermöglichen. Nach ihrer Abfahrt fährt die Lady Diletta an Düsseldorf und Duisburg vorbei und schon bald entfaltet sich vor ihnen die charakteristische Landschaft des Niederrheins in ihrer vollen Schönheit. Aus der grünen Ebene der Weiden erheben sich nur noch bewaldete Hügel, früherer Erdmoränenwälle. Und am Rheinufer entdecken sie anmutige Backsteinstädtchen, wie beispielsweise die 2000 Jahre alte Stadt Xanten mit seinen Relikten aus der Römerzeit. Am schönen Kalkar vorbei erreichen sie am Abend die niederländische Grenze. Am zweiten Tag fährt die Lady Diletta morgens durch den Amsterdam-Rhein-Kanal, bis sie gegen 9.30 Uhr Amsterdam erreicht. Bis zum Ablegen um 23 Uhr haben sie Zeit, die Hauptstadt der Niederlande in der Vorweihnachtszeit zu entdecken. Das wichtigste Fest ist die Ankunft von Sinterklaas, dem niederländischen Nikolaus. Er trifft im November am ersten Samstag nach dem Martinstag mit einem Dampfschiff aus Spanien ein. 3 Wochen vor dem eigentlichen Nikolausfest. Das Museumsviertel beherbergt das Van Gogh-Museum, das Rijksmuseum mit Werken von Rembrandt und Vermeer sowie das Stedelijk-Museum für moderne Kunst. Nach dem Ablegen um 23 Uhr können Sie an Bord der Lady Diletta die Annehmlichkeiten des Premium-Schiffs genießen, bevor Sie dann am nächsten Vormittag gegen 11 Uhr in Rotterdam ankommen. Erleben Sie eine Hafenrundfahrt durch den Industriehafen, der einer der größten Seehäfen der Welt und der größte Tiefwasserhafen Europas ist. Das Hafengebiet reicht knapp 40 Kilometer von der Rotterdamer Innenstadt bis an den Hoek van Holland und nimmt etwa 100 Quadratkilometer Fläche ein. Rotterdam wurde im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört und ist seit dem Wiederaufbau für ihr futuristisch-modernes Stadtbild bekannt. Bestaunen Sie die außergewöhnlichen Kubushäuser, die in den 80er Jahren vom Architekten Piet Bloom gebaut wurden. Insgesamt sind es 51 Würfel, wovon 38 Wohnungen sind und auch bewohnt werden. In den restlichen, etwas größeren Kubushäusern sind Geschäfte untergebracht. In Delfshaven aus dem 17. Jahrhundert gibt es Einkaufsmöglichkeiten am Kanal. Hier befindet sich auch die Pilgerkirche, in der die Pilger vor ihrer Abreise nach Amerika den letzten Gottesdienst feierten.
Am vierten Tag ihrer Reise erreichen sie die ehemalige niederländische Hansestadt Tiel. Hier haben sie einen halben Tag lang Zeit, um das kleine Städtchen kennenzulernen. Tiel liegt mitten im wichtigsten Obstbaugebiet der Niederlande, das vor allem für seine Äpfel, Birnen, Himbeeren und Kirschen bekannt ist. Schließlich legt die Lady Diletta um 13 Uhr in Tiel ab und sie fahren entspannt entlang des Niederrheins wieder zurück nach Köln, wo sie am fünften Tag um 8 Uhr früh ankommen werden. Entdecken Sie den Rhein. Bezaubernde Landschaften und Geschichte zum Anfassen. Erleben Sie eine unvergessliche Fahrt auf dem Premiumschiff Lady Diletta. Von Köln über Amsterdam nach Rotterdam und wieder zurück. Berge und Meer. Reisen. Für Entdecker. Für Sie inklusive sind die Flusskreuzfahrt gemäß Reiseverlauf, 4 Übernachtungen an Bord des Premiumschiffs Lady Diletta, Unterbringung in der gebuchten Kabinenkategorie, 4-mal Vollpension, Getränkepaket im Wert von 100 Euro, Galadinner und der Koffertransport zwischen Anlegestelle und Kabine bei Ein- und Ausschiffung. Alle Hafentaxen und Schleusengebühren. Ihr Ausflugs- und Erlebnisprogramm sieht so aus. Bei einer Rundfahrt den Rotterdamer Hafen erkunden, den Dom und das Temperament Kölns erleben und das Flair der Grachtenstadt Amsterdam entdecken. Und was sehen wir? Wir müssen gar nicht so lange unterwegs sein, um den Urlaub zu genießen. Wenn Sie jetzt allerdings sagen, dass es Ihnen gar nicht lange genug sein kann, auch an dieser Stelle hat Berge und Meer genau das Richtige für Sie. Kommen Sie doch mit Berge und Meer zu einer Langzeitreise nach Gran Canaria und schlagen dem Winter ein Schnippchen. Genießen Sie 22 bis 35 Tage lang Ihr 3-Sterne-Hotel mit All-Inclusive-Verpflegung auf der wohl abwechslungsreichsten kanarischen Insel. Kristallklares Wasser, schwarzes Vulkangestein, weiße Dünen und exotische Vegetation warten auf Sie. Auf Gran Canaria wird es niemals langweilig, perfekt für Ihren Langzeiturlaub. Und genau diese Reise wollen wir uns doch jetzt mal gemeinsam anschauen. Entdecken Sie Gran Canaria. Überwintern unter kanarischen Palmen. Genießen Sie einen Langzeiturlaub im 3-Sterne-Hotel Mirador Maspalomas bei Dunas, im sonnigen Süden der Insel, Berge und Meer. Reisen für Entdecker. Sie fliegen von Deutschland nach Gran Canaria und werden nach ihrer Ankunft nach Maspalomas gefahren. Der Ferienort gilt als einer der sonnensichersten Orte der Kanaren und ist vor allem bekannt wegen seiner atemberaubenden Dünenlandschaft. Sie checken in ihr 3-Sterne-Hotel Mirador Maspalomas bei Dunas ein, das wegen seiner großartigen Lage oberhalb der Dünenlandschaft besticht. Verteilt auf 6 Gebäude mit jeweils 5 Etagen verfügt das Hotel über Lobby mit Rezeption, Lifts und eine Diskothek. Im Restaurant wird ein ausgezeichnetes Buffet mit landestypischen sowie nationalen Spezialitäten angeboten. Lehnen Sie sich auf den Sonnenterrassen im Liegestuhl zurück und genießen Sie die sommerliche Wärme. Inmitten der von Palmen gesäumten Anlage befinden sich 2 Swimmingpools. Zusätzlich lädt ein Whirlpool zum Relaxen ein.
Außerdem erwartet sie ein gut ausgestattetes Fitnesscenter, in dem sie täglich ein paar Runden mit dem Fahrradergometer oder dem Spinningbike drehen können. Der feine Sandstrand liegt etwa 3,5 Kilometer vom Hotel entfernt und ist über den mehrmals täglich verkehrenden kostenlosen Shuttlebus bequem erreichbar. Das Einkaufszentrum El Tablero mit zahlreichen Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten erreichen sie bereits nach 500 Metern. Als Wahrzeichen der Region Maspalomas thront der 68 Meter hohe Leuchtturm El Faro de Maspalomas über der Feriensiedlung. Sie befinden sich hier am südlichsten Punkt der Insel. Besuchen Sie die abwechslungsreichen Freizeitparks. Der Palmitos Park mit seinen zahlreichen Pflanzen und Tierarten wurde 2008 neu eröffnet und ist in mehrere Themen unterteilt. Das Orchideenhaus, welches das größte der Kanarischen Inseln ist, beherbergt hunderte verschiedene Orchideenarten. Ein Kaktusgarten mit bis zu 4 Meter hohen Kakteen sowie ein Schmetterlingsgehege wurden nach der Neueröffnung ebenfalls angelegt. In mehreren Shows werden Greifvögel, Papageien und andere exotische Vogelarten mehrmals am Tag vorgeführt. Auch der Wasserpark Aqualand ist ein Besuch wert. Der Park bietet eine aquamarine Welt mit Rutschattraktionen für Groß und Klein. Auf der Crazy Race-Rutsche rutschen Wagemutige mit anderen um die Wette ins Tal. Wer es entspannter mag, schnappt sich einen riesen Schwimmreifen auf dem Congo River oder beobachtet die kleinen Urlauber in ihrem Paradies. In den Picknickbereichen finden sie zwischendurch Ruhe. Perfektes Freizeitvergnügen für Klein und Groß bietet der Freizeitpark Holiday World. Der Park bietet Attraktionen für alle Altersstufen. Kleine Kinder lieben das Karussell, die Knuppautobahn und den Pool voller bunter Bälle. Junggebliebene suchen dagegen den Nervenkitzel auf der Achterbahn. Oder beim Skydrop, wo man in freiem Fall aus 20 Metern hinabstürzt. Und was könnte als krönender Abschluss besser sein als eine Bowlingpartie oder ein Hotdog in seinem Diner im amerikanischen Stil? Wir empfehlen Ihnen außerdem, mit einem Leihwagen die Insel zu erkunden. Besuchen Sie beispielsweise die kleine Küstenstadt Puerto de Mogán im Südwesten. Den Ort mit seinem malerischen Hafen durchziehen viele kleine Kanäle, die über Brücken überquert werden können, was ihm zu seinem Beinamen Venedig des Südens oder Klein-Venedig verhalf. Oder planen Sie eine Tour durchs Inselinnere. Entdecken Sie atemberaubende Schluchten, die vom höchsten Punkt der Insel aus in die Tiefe hinabstürzen, und bestaunen Sie die Palmen- und Kiefernhaine, die unter Naturschutz gestellt wurden. Auch die Hauptstadt der Insel, Las Palmas de Gran Canaria, ist einen Ausflug wert. Sie erleben eine pulsierende Großstadt, in der Sie neben dem Strand auch interessante kulturelle Angebote, große Promenaden und ein ausgedehntes Freizeitangebot für den ganzen Tag finden werden. Entdecken Sie Gran Canaria. Überwintern unter kanarischen Palmen.
Genießen Sie einen Langzeiturlaub im Drei-Sterne-Hotel Mirador Maspalomas bei Dunas, im sonnigen Süden der Insel. Berge und Meer. Reisen. Für Entdecker. Für Sie inklusive sind der Flug von Deutschland nach Gran Canaria und zurück in der Economy Class, die Transfers Flughafen, Hotel, Hotel, Flughafen, 21, 28 bzw. 35 Übernachtungen im Drei-Sterne-Hotel Mirador Maspalomas bei Dunas mit Unterbringung im Doppelzimmer, All-Inclusive-Verpflegung und ein Gala-Dinner bei Aufenthalt über Weihnachten oder über Silvester. Ihre All-Inclusive-Leistungen: Frühstück, Mittag und Abendessen in Buffetform mit Showcooking, eine Auswahl an lokalen und nationalen alkoholischen sowie alkoholfreien Getränken, Kaffee und Kuchen, kalte Snacks, warme Snacks sowie Eis. Einfach herrlich. Und auch in Sachen Langzeiturlaub hat Berge und Meer einfach mehr zu bieten. Wenn es nicht Gran Canaria sein soll, dann vielleicht ein paradiesischer Urlaub unter Palmen in der Türkei. In der Regel liegen die Temperaturen in Antalya auch im Winter bei bis zu angenehmen 20 Grad. Genießen Sie den Komfort Ihres 5-Sterne-Hotels und Kultur pur. All-inclusive. Ein Luxushotel, Strand, Sonne, Meer, Ausflüge und so vieles mehr. Na, wie klingt das für Sie? Also ich würde am liebsten sofort losfahren. Aber vorher schauen wir uns gemeinsam diese Reise noch einmal an. Entdecken Sie Antalya, verwinkelte Gassen und türkisblaues Meer. Überwintern in einem 5-Sterne-Hotel direkt am Strand. Berge und Meer. Reisen. Für Entdecker. Nach Ihrer Ankunft in Antalya werden Sie zu Ihrem 5-Sterne-Hotel Sea Life Family Resort gefahren. Das Hotel bietet im luxuriös gestalteten Außenbereich 2 Außenpools mit Wasserrutschen, ein Kinderbecken sowie eine Sonnenterrasse mit Liegen und Schirmen. Bitte beachten Sie die saisonbedingten Öffnungszeiten der Einrichtungen und Freizeitmöglichkeiten. Zu den weiteren Einrichtungen des Hotels gehören Tennisplätze und ein Wellnessbereich. Lassen Sie sich bei einer Massage verwöhnen oder besuchen Sie das türkische Bad. Auspowern können Sie sich im hoteleigenen Fitnesscenter oder bei einem der vielen angebotenen Aktivitäten des Animationsteams. Neben verschiedenen Bars und Restaurants hat das Sea Life Family Resort Hotel auch eine eigene Diskothek. Abends erwarten Sie dort unterhaltsame Stunden mit Show-Acts oder Live-Musik. Ihr Hotel ist nur 2 Gehminuten vom Strand Konya Alti entfernt. Konya Alti Beach ist einer der beiden Hauptstrände von Antalya und befindet sich auf der Westseite der Stadt. Er erstreckt sich über 13 Kilometer und besteht hauptsächlich aus feinen Kieselsteinen. Das Wasser ist herrlich klar. Der Konya Alti Beach wurde bereits mehrfach mit der blauen Flagge ausgezeichnet, die für besonders gute Wasserqualität steht. Das Angebot an Cafés, Restaurants und Bars an der Promenade ist reichlich und der Blick auf das Beydalari-Gebirge einmalig. Zudem gibt es zahlreiche Freizeitmöglichkeiten wie Jetski, Kanu oder Bananenbootfahren. Die Altstadt von Antalya ist knapp 10 Kilometer von ihrem Ressort entfernt. Die meisten Sehenswürdigkeiten findet man im Altstadtviertel Kalechi oberhalb der Klippen. Kalechi bedeutet übersetzt im Inneren der Festung. Hier befinden sich sehr unterschiedliche Bauwerke von den Römern, Seldschuken, Byzantinern und Osmanen dicht nebeneinander. Spazieren Sie durch das bekannte Hadrianstor und tauchen Sie ein in die vielen kleinen Gassen. Hier reiht sich ein kleines Geschäft und ein leckeres Restaurant an das nächste. Eine Flut an Sinneseindrücken bieten Ihnen außerdem die vielen Basare, auf denen nicht nur traditionelle Waren, sondern auch Souvenirs aller Art verkauft werden. Sie haben Lust auf etwas Nachtleben während Ihres Langzeiturlaubs in Antalya? Dann sind Sie in Kalechi genau richtig.
Diskotheken, Bars und Pubs gehören fest zum Stadtbild und sind unter Einheimischen wie auch Besuchern sehr beliebt. Nutzen Sie, wenn Sie können, unbedingt den Frühbuchervorteil, den Ihnen Berge und Meer für Ihren Langzeiturlaub in Antalya anbietet. Bei Buchung bis zum 30. September 2024 ist ein Dreitagesausflug nach Pamukkale im Wert von 149 Euro inklusive. Pamukkale ist eine Stadt im Westen der Türkei. Sie ist für das mineralhaltige Thermalwasser bekannt, das über die weißen Sinterterrassen eines nahegelegenen Hügels herabfließt. Das Wasser aus den Quellen in den natürlichen Pools hat eine Temperatur von etwa 35 Grad und gilt als förderlich für Ihre Gesundheit. Ihm wird eine medizinische oder wohltuende Wirkung bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenproblemen und Rheuma nachgesagt. Bitte vereinbaren Sie vor Ort, in welcher Woche Sie den Ausflug nach Pamukkale machen möchten. Während des Ausflugs behalten Sie das Zimmer in Ihrem Hotel, sodass Sie bequem den Urlaub vom Urlaub genießen können. Und so sieht Ihr Ausflug nach Pamukkale aus. Nach dem Frühstück besuchen Sie ein großes Schmuckzentrum in Antalya, das Beratung, Präsentation und Einkaufsmöglichkeiten bietet. Danach überqueren Sie das Taurusgebirge mit seiner atemberaubenden Landschaft und gelangen zur anatolischen Hochebene. Sie passieren charmante Dörfer und erreichen schließlich die Thermalstadt Pamukkale mit ihren von der UNESCO geschützten Kalksinter-Terrassen. Das Abendessen und die Übernachtung erfolgen in einem komfortablen Thermalhotel in Pamukkale. Am nächsten Tag entspannen Sie sich in Ihrem Thermalhotel oder unternehmen Sie einen Ausflug zu den beeindruckenden Kalksinter-Terrassen und der antiken Stadt Hierapolis. Heute stehen zwar nur noch die Ruinen der antiken Stadt, doch einst war sie eine wahre Attraktion. Gebaut 2 Jahrhunderte vor Christus von den Herrschern Pergamons, erlangte der Ort unter römischer Herrschaft im 3. Jahrhundert nach Christus Berühmtheit. Der Grund war nicht nur das Thermalwasser, sondern auch eine schaurige Legende. So vermutete man hier ein Tor zur Unterwelt. Am Morgen besteht die Möglichkeit, an einer Heißluftballonfahrt über die fruchtbare Ebene des Meandertals und die Kalksinter-Terrassen teilzunehmen. Am dritten Tag Ihres Ausflugs machen Sie sich nach dem Frühstück auf den Weg zurück nach Antalya. Unterwegs besuchen Sie eine Teppichknüpferei, wo Ihnen die Kunst des Teppichknüpfens von der Verarbeitung der Wolle bis zum fertigen Produkt erläutert wird. In Antalya angekommen, besuchen Sie ein Lederunternehmen und nehmen an einer Modenschau teil. Bei beiden Besuchen haben Sie die Gelegenheit, nach der Präsentation und Beratung sicher einzukaufen. Danach geht es zurück zu Ihrem 5-Sterne-Hotel Sea Life Family Resort. Entdecken Sie Antalya, verwinkelte Gassen und türkisblaues Meer. Überwintern in einem 5-Sterne-Hotel direkt am Strand. Berge und Meer. Reisen. Für Entdecker. Für Sie inklusive sind der Charterflug nach Antalya und zurück in der Economy Class, die Transfers Flughafen, Hotel, Hotel, Flughafen, 21, 28 bzw. 42 Übernachtungen im 5-Sterne-Hotel Sea Life Family Resort, die Unterbringung im Familienzimmer, die All-Inclusive-Verpflegung, und die Silvestergala im Hotel bei Aufenthalt über den Jahreswechsel. Ihre All-Inclusive-Leistung beinhalten Frühstück, Mittag- und Abendessen, eine Auswahl an lokalen alkoholischen und alkoholfreien Getränken und Heißgetränke und am Anreisetag eine Minibar mit einer Auswahl an Getränken und täglich Mineralwasser. Der Frühbuchervorteil beinhaltet: Bei Buchung bis zum 30.09.24 ist ein 3-Tages-Ausflug nach Pamukkale im Wert von 149 Euro inklusive. Bei der 5. und letzten Reise, die ich Ihnen heute empfehlen darf, heißt es wieder: Eine Reise, 2 Paradiese. Zunächst erkunden Sie das herrliche Sri Lanka.
Die Tropeninsel im Indischen Ozean wird Sie mit zahlreichen Highlights begeistern. Sie entdecken Sri Lanka mit historischen Sehenswürdigkeiten, aufregenden Tempelanlagen und traumhaften Stränden. Entdecken Sie den Löwenfelsen und pures Urlaubsglück. Und im Anschluss geht es auf die Malediven, wo Sie weitere traumhafte Tage unter Palmen verbringen werden. Bei diesem Urlaub kehren Sie garantiert mit einem Koffer voller herrlicher Urlaubserinnerungen zurück. Erst Sri Lanka und dann die Malediven. Diese wunderschöne Kombinationsreise, die müssen wir uns jetzt mal anschauen. Sie fliegen von Deutschland nach Colombo, der Hauptstadt von Sri Lanka. Von dort geht es zunächst zur Küstenstadt Negombo und anschließend weiter nach Chilav, wo Sie einen der berühmtesten Shiva-Tempel besichtigen werden. Von Chilav geht es über den Mineria-Nationalpark weiter zum weltbekannten Höhlentempel von Dambulla. Danach fahren Sie zunächst nach Matale und dann weiter zur einzigen Hauptstadt Kandy, die im zentralen Bergland der Insel liegt. Von Kandy geht es zurück nach Colombo, wo Sie ins Flugzeug steigen und nach Malé auf die Malediven fliegen. Dort genießen Sie 5 entspannte Tage am herrlichen Sandstrand von Ranali und fliegen nach Ihrem traumhaften Urlaub zurück nach Deutschland. So viel zur Theorie. Jetzt geht es in die Praxis. Lehnen Sie sich zurück und schauen Sie sich diese traumhafte Reise einmal im Film an. Entdecken Sie Sri Lanka und die Malediven. Faszinierende Kultur und Traumstrände unter Palmen. 2 wunderschöne Perlen im Indischen Ozean. Berge und Meer. Reisen für Entdecker. Sie fliegen von Deutschland nach Colombo, einer der beiden Hauptstädte der Inselnation südlich von Indien. Am Flughafen werden Sie von Ihrer deutschsprachigen Reiseleitung in Empfang genommen, bevor der Transfer zu Ihrem Hotel in Veyangoda erfolgt. Dort angekommen sind die Zimmer direkt bezugsfertig. Nach einer kurzen Erholungspause fahren Sie nach Negombo und unternehmen dort eine Stadtrundfahrt. Negombo empfängt Sie mit seinem ganz eigenen Flair, das durch die niederländischen und portugiesischen Kolonialherren beeinflusst wurde. Noch heute erinnern zahlreiche koloniale Bauten an die Zeit der damaligen Besatzung. Die Stadt liegt direkt am Indischen Ozean und die örtliche Lagune ist ein beliebter Ort bei Fischern, da Hummer, Krabben und Garnelen hier von besonders guter Qualität sind. Am Nachmittag erleben Sie die charmante Hafenstadt während einer Bootstour auf dem niederländischen Kanal aus einer anderen Perspektive. Umgeben von Palmen fahren Sie durch die teilweise engen Kanäle entlang an traumhafter Natur. Am darauf folgenden Tag begeben Sie sich auf den Weg nach Sigiriya, das seit 1982 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Auf Ihrem Weg machen Sie zunächst Halt in Little Kataragama, das vor allem für den besonders farbenfrohen Murugan-Tempel bekannt ist. Selbst im Vergleich zu anderen Hindu-Tempeln sticht die erst 2012 von einem lokalen Geschäftsmann gespendete Anlage heraus. Weiter geht es dann nach Chilau, wo Sie den Muneswaram-Tempel besichtigen. Er gehört zu den 5 heiligsten Shiva-Tempeln in Sri Lanka. Der ursprüngliche Bau geht auf das Jahr 900 nach Christi zurück. Am Morgen des 4. Tages fahren Sie weiter nach Polonnaruwa, der früheren 2. Hauptstadt von Sri Lanka. Hier sehen Sie die Ruinen des Königspalastes mit 4 großartigen Buddha-Statuen. Einer der bekanntesten Tempel ist der Shiva-Tempel. Anschließend fahren Sie weiter nach Mineria, wo Sie eine Geländewagen-Safari durch den fast 9000 Hektar großen Mineria-Nationalpark unternehmen. Auch wenn er einer der kleinsten Nationalparks des Landes ist, ist der Park ein Paradies mit vielen Naturwundern. Neben seltenen Bambusbäumen können Sie mit etwas Glück wilde Elefanten ganz aus der Nähe beobachten. Am 5. Tag erwartet Sie mit dem Löwenfelsen in Sigiriya
ein weiterer Höhepunkt ihrer Reise. Auf etwa 200 Meter über dem Dschungel erhebt sich der imposante Felsen, auf dem im Laufe des 5. Jahrhunderts eine Festung erbaut wurde. Aus Angst vor der Rache seines Stiefbruders hatte sich der Herrscher Kashyapa auf einen Felsen zurückgezogen und dort einen luxuriösen Palast errichtet. Von oben bietet sich ihnen nach dem Aufstieg ein wunderbarer Panoramablick. Am 6. Tag stehen die weltbekannten Höhlentempel von Dambulla auf dem Programm. Diese bestehen aus 5 kleineren Tempeln, die in Höhlen eingebaut und mit prachtvollen Gemälden und Buddha-Statuen verziert wurden. Der Tempelkomplex wurde in seiner Gesamtheit im Jahr 1991 von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. In Matale besichtigen sie einen Gewürzgarten und können sehen, wie die Gewürze angebaut und verarbeitet werden. Aufgrund der Äquatornähe und des tropischen Klimas wachsen auf Sri Lanka sehr viele verschiedene Gewürze. Sehen Sie außerdem bei einer Vorführung des sogenannten Toddy Tapping, wie Palmen für den Abbau von Sirup angestochen werden. Anschließend fahren Sie weiter nach Kandy ins zentrale Bergland der Insel. Sie war die letzte Hauptstadt der Könige Sri Lankas und gilt noch heute als ein Ort, in dem Legenden und Traditionen liebevoll am Leben gehalten werden. Bei einer ausführlichen Stadtbesichtigung sehen Sie unter anderem den berühmten Zahntempel, der in der Landessprache Dalada Maligawa genannt wird. Beschützt von einer imposanten Buddha-Statue aus purem Gold, wird hier der Zahn des Erleuchteten, Buddhas Zahn, aufbewahrt. Am Vormittag des 7. Tages besuchen Sie den Botanischen Garten in Peradeniya, einem kleinen, charmanten Ort unweit von Kandy. Die grüne Oase mit ihren über 4000 Pflanzenarten wird als schönster botanischer Garten der Welt angesehen. Nach einem Rundgang durch den Garten fahren Sie weiter in die Region des bekannten Ceylon-Tees. Hier werden einige der weltbesten Tees angebaut und produziert. Beim Besuch einer Teeplantage und einer Teefabrik erfahren Sie mehr über den Herstellungsprozess und können auch eine Tasse puren Ceylon-Tee genießen. Danach Rückfahrt nach Kandy. Von Kandy geht es am 8. Tag ihrer Reise weiter in die Hauptstadt Colombo, die das wirtschaftliche und politische Zentrum des Landes bildet. Die günstige Lage auf einer Halbinsel und ein geschützter Naturhafen machten das einst kleine Fischerdorf zu einem bedeutenden Handelshafen. Während einer Stadtrundfahrt sehen Sie einige der alten britischen Kolonialbauten. Außerdem werfen Sie einen Blick auf den berühmten Uhrenturm, der das Geschenk einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie aus Indien war und den Eingang zum Stadtviertel Petta markiert. Einen Bummel durch das bunte und lebendige Viertel Petta dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Am 9. Tag werden Sie zum Flughafen Colombo gefahren und Sie fliegen nach Malé, der Hauptstadt der Malediven. Dort angekommen, fahren Sie mit einem Speedboot zu Ihrem 4-Sterne-Badehotel Adaran Club Ranalhi. Die nur ungefähr 320 mal 100 Meter große Insel Ranalhi befindet sich im westlichen Teil des Süd-Malé-Atolls. Die Insel ist sehr üppig bewachsen und lädt mit flachen Sandstränden und bezaubernden Korallenriffen zum Schwimmen und Schnorcheln ein. Die Hotelanlagen Ihres 4-Sterne-Hotels Adaran Club Ranalhi fügen sich perfekt in die charmante Inselidylle ein und verbinden klassische, landestypische Einflüsse und moderne Annehmlichkeiten. Genießen Sie hier 4 entspannte Tage und schwimmen im türkisblauen Meer. Ein Traumurlaub, an den Sie sich noch lange erinnern werden. Musik.
entdecken sie Sri Lanka und die Malediven. Faszinierende Kultur- und Traumstrände unter Palmen. Zwei wunderschöne Perlen im Indischen Ozean. Berge und Meer. Reisen. Für Entdecker. Für Sie inklusive sind der Linienflug von Frankfurt nach Colombo, von Colombo nach Malé und zurück von Malé nach Frankfurt in der Economy Class, die Transfers und Rundreise im klimatisierten Reisebus inklusive Eintrittsgelder, der Speedboat-Transfer von Malé nach Ranali und zurück, 7 Übernachtungen in 3,5- bis 4-Sterne-Hotels während der Rundreise bei Unterbringung im Doppelzimmer, der sofortige Bezug des Zimmers am Anreisetag, 7-mal Halbpension während der Rundreise, 1-mal Barbecue-Abendessen inklusive einer Flasche Bier und ein Glas Hauswein, 1-mal landestypisches Mittagessen, 5 Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel Adaran Club Ranali bei Unterbringung im Doppelzimmer Standard, 5-mal All-Inclusive-Leistungen auf den Malediven und das Ganze bei deutschsprachiger Reiseleitung während der Rundreise. Ihr Ausflugs- und Erlebnisprogramm sieht wie folgt aus. Stadtrundfahrten in Negombo, Kandy und Colombo. Der Besuch des Fischmarkts und der St. Mary's Church in Negombo. Die Besichtigung des Muneswaram-Tempel in Chilaf und der antiken Ruinenstadt Polonnaruwa, was ein UNESCO-Weltkulturerbe ist. Die Geländewagen-Safari in Mineria, Nationalpark. Der Aufstieg auf den Löwenfelsen. Dorfbesuch und gemeinsames Mittagessen mit Tuk-Tuk-Fahrt in Sigiriya. Der Besuch des Höhlentempels von Dabulla sowie des Zahntempels von Kandy. Besichtigung des Botanischen Gartens von Peradenia. Der Besuch einer Teeplantage und einer Teefabrik im Hochland inklusive Teeverkostung. Also gedanklich habe ich meinen Koffer schon gepackt. Alle Reisen von Berge und Meer sind was ganz Besonderes, egal ob kurz und in der Nähe oder Langzeitreise in den Süden. Und Sie, haben Sie sich schon entschieden? Dann buchen Sie am besten direkt, nicht dass Ihr Traumurlaub letztendlich ausgebucht ist. Und für alle, die sich noch nicht ganz entscheiden können, hier einmal ein Schnelldurchlauf aller Traumreisen hintereinander. Entdecken Sie Bahrain und Thailand. Erleben Sie arabische Kultur und buddhistische Tempel. Zwei Königreiche in einer Kombinationsreise. Berge und Meer. Reisen. Für Entdecker. Entdecken Sie den Rhein. Bezaubernde Landschaften und Geschichte zum Anfassen. Erleben Sie eine unvergessliche Fahrt auf dem Premiumschiff Lady Diletta. Von Köln über Amsterdam nach Rotterdam und wieder zurück. Berge und Meer. Reisen. Für Entdecker. Entdecken Sie Gran Canaria. Überwintern unter kanarischen Palmen. Genießen Sie einen Langzeiturlaub im 3-Sterne-Hotel Mirador Maspalomas bei Dunas, im sonnigen Süden der Insel. Berge und Meer. Reisen. Für Entdecker. Entdecken Sie Antalya. Verwinkelte Gassen und türkisblaues Meer. Überwintern in einem 5-Sterne-Hotel direkt am Strand. Berge und Meer. Reisen. Für Entdecker. Entdecken Sie Sri Lanka und die Malediven. Faszinierende Kultur- und Traumstrände unter Palmen. Zwei wunderschöne Perlen im Indischen Ozean. Berge und Meer. Reisen. Für Entdecker. Rufen Sie uns an unter 02634 und dann die 962. Oder besuchen Sie unsere Webseite berge-meer.de/tele. Da schlägt doch jedes Reiseherz so richtig hoch. Einfach herrlich. Das war's auch schon wieder für heute mit Rund um die Welt mit Berge und Meer. Ich freue mich schon drauf, Sie in meiner nächsten Sendung wieder begrüßen zu können mit herrlichen Traumreisen. Bis dahin, machen Sie's gut, passen Sie auf sich auf. Herzlichst, Ihre Manuela Thoma Adolfo.